Plauen planscht. Auch in der Spitzenstadt waren am vergangenen Wochenende die Freibäder Anlaufpunkt für viele Abkühlungssuchende. In Haselbrunn waren es angenehme 22 Grad, im Wasserbecken versteht sich. Die Teilnehmer des Jump and Fun Contests konnten sich bereits auf dem Weg vom Sprungturm ins Wasser kurz erfrischen. Der Wettbewerb war Teil der zweiten Auflage von Plauen planscht, einer Sport- und Tanzveranstaltung, die bis tief in die Nacht hineinging. Gesprungen wurde vom 5-Meter- und vom 10-Meter-Turm. Die Zuschauer bekamen nicht nur die verschiedensten Sprünge zu sehen, sondern wurden bei der einen oder anderen Arschbombe selbst nass. Eigentlich sollte an diesem Samstag auch ein Weltrekordversuch gestartet werden. So wollten einige Auerbacher 24 Stunden lang über 5000 Mal vom Zehner springen. Der Versuch musste jedoch abgesagt werden, weil ein privater Fernsehsender kurzfristig zurückzog.